Ich kann das mit der Begrüßung kurz halten, weil ich gestern Abend schon die Gelegenheit hatte, die meisten von Ihnen und von euch zu begrüßen, noch an andere Städte, nicht hier. Hier an dieser Stätte will ich mich ganz herzlich bedanken bei Thomas Matusek, nicht nur für die freundlichen Worte, auch dafür, dass wir hier sein dürfen und für die Unterstützung, die ihr mit anderen geleistet habt, um diese Veranstaltung, diese Konferenz zustande zu bringen. Gestern Abend bei der Begrüßung habe ich gesagt, wir haben uns ja aus unterschiedlichen Gründen abgewöhnt, an Wunder zu glauben. Dass diese Konferenz zustande gekommen ist, ist ein kleines Wunder. Jedenfalls haben wir vor anderthalb Jahren, als wir das erste Mal zusammengesessen haben, selbst mit einiger Skepsis darüber diskutiert, ob das eigentlich gelingen könnte, in dem Zustand, in dem sich Europa damals befand und immer noch befindet, ob es gelingen könnte, 30 Schriftsteller aus 20 und mehr Ländern zusammenzubringen und hier miteinander über Europa zu diskutieren. Ich habe gestern viele begrüßen können. Eine habe ich noch nicht begrüßt, weil sie etwas später kam. Aber das liegt mir ganz besonders am Herzen. Eine Schriftstellerin, die auch 1988 schon mit wachem Verstand, mit kritischem Geist dabei war. Und deshalb sage ich ein ganz besonders herzliches Willkommen, Agnes Scheller, diesen kritischen Geist und diesen Verstand der Welt. Liebe Freunde, vor 200 Jahren wurde in einem Dorf bei Kiew der Dichter Taras Schewtschenko geboren. Und seinen ersten Gedichtband verfasste er in St. Petersburg, aber eben in ukrainischer Sprache. Und das wurde von seinen Kritikern im damaligen Russland als bäuerlich verschmäht. Er wurde in St. Petersburg zensiert und später verurteilt. In seiner Heimat wurde Schewtschenko als Nationaldichter gefeiert und verehrt. Und wer sich häufiger gerade in diesen Tagen in der Ukraine aufhält, der wird feststellen, in vielen Städten, vielen Plätzen finden Sie Statuen von Schewtschenko, von Kiew bis Donetsk, wo ich erst vor kurzem war. Das war Kiew. Wenige Jahre vor ihm, im Jahr 1809, wurde in der Ukraine, auch in der Ukraine, ein anderer großer Literat geboren, Nikolai Gogol. Und Gogol verfasste seine Werke eben nicht auf Ukrainisch, sondern auf Russisch und ist heute in Moskau. Der Blick in die Gegenwart zeigt uns pünktlich zum 200. Geburtstag von Gogol im Jahre 2009, priesen dann russische Literaturhistoriker Gogol als einen der größten Klassiker der russischen Literatur. Gogol, schrieben sie, habe seine Heimat Kleinrussland, also die Ukraine, immer als natürlichen Teil Russlands betrachtet. Und umgekehrt, pünktlich zum 200. Geburtstag von Schewtschenko, das war erst vor wenigen Wochen, da forderten einige in der Ukraine, man müsse diesem mutigen Vorbild von Schewtschenko folgen und die russische Sprache endgültig aus der Ukraine tilgen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, aus beiden Beispielen, die ich zu Anfang meiner kleinen Rede zeigen wollte, kann sich eigentlich für uns auf dieser Schriftstellerkonferenz eigentlich nur eine Lehre ergeben, nämlich die, wer glaubt, politische Grenzen müssten kulturellen Grenzen folgen, der begeht jedenfalls einen schweren Fehler. Im Gegenteil, vielleicht sogar die Geschichte des Nationalstaates lehrt uns, wer umgekehrt glaubt, kulturelle Grenzen müssten politischen Grenzen folgen, der irrt ganz genauso. Und die Geschichte von ethnischen und kulturellen Säuberungen, die es auch in dieser europäischen Geschichte zuhauf gegeben hat, zeigt uns zahlreiche Beispiele dafür. Und überhaupt, wenn kulturelle und politische Grenzen immer ein und dieselben sein müssten, dann müssen wir uns eigentlich fragen, wie viel ärmer wäre dann eigentlich Literatur und im Anschluss daran, wie viel dümmer wäre dann eigentlich Politik?
Wenn dem nämlich so wäre, die Identität von politischen und kulturellen Grenzen, wenn dem so wäre, dann könnte der Tscheche Franz Kafka kein deutscher Schriftsteller gewesen sein. Der gebürtige Pole Joseph Conrad wohl kaum ein Klassiker der englischen Literatur geworden sein. Und der in Algerien aufgewachsene Albert Camus wäre wahrscheinlich nie zu einer der größten Stimmen französischer Literatur im 20. Jahrhundert geworden. Und wenn, liebe Freunde, dem so wäre, dann hätte es weder Adelbert von Chamisso gegeben, noch die vielen Preisträger des Adelbert von Chamisso-Preises. Und wenn dem so wäre, dann säßen hier weder Melikijak noch Nikol Ljubic. Deshalb, liebe Freunde, verehrte Gäste, diese heutige Konferenz spannt eben ein großes Dreieck zwischen Literatur, Politik und Europa. Ein spannendes, und ich denke, die Konferenz wird es uns zeigen, eben auch ein spannungsreiches Dreieck, das sich in diesen Debatten, die Sie verfolgen werden, auch sicherlich zeigen wird. Mit diesem Dreieck vor Augen will ich zu Beginn dieser Konferenz drei Fragen stellen und versuchen, auf zwei der Fragen eine Antwort zu geben. Die erste lautet: Was wollen eigentlich Literaten mit der Politik? Die zweite Frage heißt: Was will die Politik mit Literaten? Und die dritte Frage lautet: Was will eigentlich Europa mit Literaten? Die vierte Frage habe ich mir verkniffen. Die könnte nämlich lauten: Was will Europa eigentlich mit Politikern? Die stelle ich lieber nicht, weil sie auf die Frage vielleicht eine zu eindeutige Antwort gibt. Aber ernst gemeint, warum beantworte ich nur zwei der drei Fragen? Ganz einfach, die Frage, was wollen Literaten mit der Politik, hat, glaube ich, ein Politiker schlichtweg nicht zu beantworten. Das ist nicht meine Zuständigkeit. Immer dann, wenn Politik der Literatur ihren Sinn und Zweck vorgeben will, dann droht eben, das wissen Sie, Kunst immer zum Instrument zu werden. Das ist nicht mein Interesse, Literatur zum Aspekt von Propaganda zu machen. Ganz im Gegenteil, Literatur, wir brauchen in der Politik den Widerspruch der Literatur, und deshalb darf Kunst und auch Literatur nie zum Instrument werden. Wenn Kulturschaffende von der Politik eines erwarten sollten, dann ist es jenes Prinzip, das wir in Deutschland und Europa mühsam und nach der Erfahrung von zwei blutigen Weltkriegen in Jahrzehnten erlernt haben. Und dieses Prinzip kann und muss lauten: Die Kunst muss frei sein. Und das ist der Grund, warum diese Frage nicht an mich, sondern an Künstler und Autoren selbst gerichtet ist. Und ganz sicher, wir werden das hören, auf dieser Konferenz in den Panels immer wieder eine Rolle spielen. Das wichtige Prinzip, die Kunst muss frei sein, macht trotzdem, glaube ich, die umgekehrte Frage, die ich gestellt habe, nicht falsch. Was kann Politik von Literatur erwarten? Ich glaube, ganz im Gegenteil, gerade um Instrumentalisierung zu vermeiden, schadet es gern, wenn auch Politiker ihr Verhältnis zu Kunst und Kultur ganz bewusst auf den Prüfstand stellen, darüber diskutieren. Deshalb nochmal die Frage: Was will Politik mit der Literatur? Ich will Ihnen das natürlich aus meiner Perspektive als Außenpolitiker und gegenwärtig Außenminister versuchen zu sagen. Aus meiner Perspektive der Außenpolitik nämlich, und das erleben wir gerade in diesen kritischen Zeiten, hat Außenpolitik ganz viel mit Wahrnehmung und Verständigung zu tun. Und wenn ich von Verständigung rede, dann rede ich nicht von Einverständnis, sondern ich rede von dem Versuch, verstehen zu lernen. Anders angefangen, die Vereinten Nationen verkörpern heute die Gemeinschaft von etwa 200 Staaten. Wenn wir, sage ich als Außenpolitiker, unsere außenpolitischen Beziehungen auf diejenigen der 200 Staaten beschränken würden, mit denen wir politisch durch und durch einverstanden sind, dann könnten wir das Auswärtige Amt deutlich kleiner machen und wir könnten eine ganze Reihe von Botschaften
in der Welt ganz schnell schließen. Aber Sie wissen, dass da die reale Welt eben eine andere ist und nicht nur geprägt ist von gegenseitigem Zuhören und vom gegenseitigen Verständnis, da die reale Welt eben eine andere ist, müssen wir uns viel häufiger, als wir eigentlich wollen, aber weil das notwendig ist, müssen wir uns viel häufiger mit denen beschäftigen, die schwierig sind und die eine andere Vorstellung als wir von der Zukunft dieser Welt haben. Verstehen ist sozusagen für mich eine der Grundbedingungen von Außenpolitik, und gerade deshalb finde ich es ziemlich absurd, wenn gerade in diesen Tagen eines tiefen Konfliktes um die Ukraine das Verstehen wollen in manchen journalistischen Kommentaren geradezu zum Vorwurf mutiert. Da haben wir alles. Da haben wir die Ukraine-Versteher, die Kiew-Versteher, die Russland-Versteher, die Putin-Versteher. Das taucht in den Formulierungen mit einer Selbstverständlichkeit auf, als seien wir schon in einem Zustand, wo das Bemühen um Verstehen Gegenstand eines Vorwurfs sein könnte. Im Kern, glaube ich, geht es mit all diesen Formulierungen um nichts anderes, als Schubladen zu definieren, in die einsortiert wird. Und wenn die Einsortierung in Schubladen getroffen ist, dann entlastet das so herrlich von eigenem Nachdenken und erspart einem die Auseinandersetzung mit Argumenten. Dabei ist meine Auffassung, wer einen Konflikt lösen will, der muss versuchen, einen Konflikt, so hartnäckig er auch ist, in seinen historischen sowieso, aber eben auch in seinen kulturellen Dimensionen verstehen wollen. Und die kleine Geschichte, die ich Ihnen über De Gaulle und Schewtschenko gezeigt habe, zeigt gleichzeitig, dass es ohne ein solches Verstehen eben auch nicht geht. Verstehen kann nur, wer bereit ist, Fremdes wahrzunehmen und wer die Augen und die Ohren hat und wer Fenster und Türen tatsächlich öffnet. Und das genau tut Literatur und das genau erwarte ich von Literatur. Ganz sicher, wer schreibt, aber ich hoffe, auch der liest, der kann kulturelle Brücken entdecken, auch über politische Grenzen hinweg, und der spürt kulturelle Unterschiede auch innerhalb derselben Grenzen. Wer liest, erst recht wer schreibt, der hört auf Zwischentöne, und auf die kommt es gerade auch in der Außenpolitik viel mehr an, als die meisten meinen. Und warum? Weil häufig genug das, was gesagt wird, nicht das ist, was gemeint ist. Und wenn Sie den Ukraine-Konflikt verfolgen, dann finden Sie ganz viele Beispiele dafür. Wenn man sich von dem leiten ließe, als Außenpolitiker, was die innenpolitischen Lautsprecher täglich, stündlich herausposaunen, dann glaube ich, würde man zulassen, dass die unterschiedlichen Beteiligten sich fast automatisch in eine Eskalation hineinreden, hineintönen, die irgendwann in einen Zustand übergeht, der nicht mehr beherrschbar ist. Und deshalb ist das Verstehen wollen als Prozess die Voraussetzung dafür, dass uns überhaupt Konfliktlösung in solchen Konflikten noch gelingt. Einer der großen Alten der Außenpolitik und politisch vermutlich mit vielen, die hier sitzen, gar nicht so sehr verbunden. Aber Henry Kissinger sagt immer dieses Wort, was mir im Gedächtnis geblieben ist, aus Zeiten, die lange zurückliegen. Foreign Policy, sagt er, ist Perception. Und das meint eigentlich nichts anderes als diesen Prozess des Verstehenwollens, den Versuch, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen, der vielleicht sogar mein politischer Gegner ist, beschreibt diesen Prozess nur mit anderen Worten. Oder ich könnte auch sagen, einfach zu akzeptieren, dass in einer Realität mehrere Wahrheiten Platz haben und dass darüber gestritten wird,
wie diese Realität zustande gekommen ist und warum sie so ist, wie sie ist und wohin sie sich verändern muss. Wir alle, glaube ich, Politiker, Literaten, Journalisten, wir bewegen uns, ohne dass wir es uns zugeben, eben tagtäglich in einer Vielzahl von unterschiedlichen Realitäten am selben Platz. Und deshalb sage ich nochmal, wer die politischen Grenzen der Europäischen Union gleichsetzt mit den kulturellen Grenzen Europas, der betreibt Realitätsverschiebung. Europas kulturelle Realitäten sind nicht deckungsgleich mit den politischen Realitäten. Deshalb gehören auf eine europäische Schriftstellerkonferenz eben auch Autoren wie Lalalis aus der Türkei, Michael Schiskin aus Russland oder Faruk Sejic aus Bosnien. Gerade die Politik muss sich die Mühe geben mit ihrer Wahrnehmung. Politik heißt Handeln, oftmals sogar mit mächtigen Mitteln und mit schwerem Gerät. Aber weil das so ist, ist natürlich die Gefahr umso größer, wenn das Handeln von falschen Voraussetzungen oder nur von Missverständnissen ausgeht. Und von all dem, liebe Freunde, erzählt eine ganz wunderbare Geschichte aus Mosambik, die mir bei einer letzten Afrikareise zu Ohren gekommen ist. Ein Affe, so lautet die Fabel, die ich gehört habe, ging einmal an einem Fluss entlang und sah darin einen Fisch. Der Affe sagte, der Arme ist unter Wasser, er wird ertrinken, ich muss ihn retten. Der Affe schnappt den Fisch aus dem Wasser und der Fisch begann zwischen seinen Fingern zu zappeln. Da sagt der Affe, sieh an, wie fröhlich der jetzt ist. Aber natürlich starb der Fisch in der freien Luft. Und dann sagt der Affe, oh wie traurig, wäre ich nur ein bisschen früher gekommen, ich hätte ihn retten können. Sie sehen, da ist jemand, der bei der Problemlösung von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, wer liest, erst recht wer schreibt, der kann kein Affe sein. Literatur schärft die Wahrnehmung und die Wahrnehmung ist aller Anfang von Diplomatie. Und deshalb, liebe Freunde, ist Kulturpolitik für mich eben nicht nur eine Politik der Kultur, sondern Sie ahnen es, auch eine Kultur der Politik. Bleibt am Schluss die Frage, was will Europa von der Literatur? Wird die zentrale Frage hier Ihre Diskussion sein und deshalb will ich dem auch nicht vorgreifen, allenfalls eine kleine eigene Erwartung beschreiben von dem, was eine Konferenz wie diese zur Beantwortung dieser Frage leisten kann. Das politische Europa, Thomas Matusek hat vorhin darauf hingewiesen, war in diesen letzten Jahren eben geprägt von Krisen und von Krisenmanagement. Krisenmanagement ging einher mit Milliardenprogrammen, mit bürokratischen Ungetümen namens ESFS, ESM, Bankenunion, Fiskalpakt und vieles andere. Ganz nebenbei und mit der wachsenden Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten, mit steigender Arbeitslosigkeit in den südlichen Ländern, bröckelte über das ganze Krisenmanagement hinweg das Vertrauen der Bürger in dieses Europa. Und was schwand, war die Freude an diesem politischen Zukunftsprojekt Europa. Und als Reaktion, und das wird jetzt Ihre Aufgabe sein, darüber zu diskutieren, als Reaktion höre ich immer eine Forderung an die Politik, die wir schlicht und einfach, glaube ich, nicht leisten können. Eine Forderung ist immer die, wir brauchen eine neue Erzählung von Europa. Es braucht ein, neudeutsch ausgedrückt, ein frisches Narrativ für dieses Europa. So als müsse all der technokratische Wildwuchs, von dem ich gesprochen habe, jetzt unter einem neuen, bunten, wohlgefälligen Schirm Platz finden, unter einem Schirm, unter dem sich die Menschen dann wieder gerne scharen. Und die Schriftsteller sollen dazu durch wohlgefällige Worte ihren Beitrag leisten. Europa wird niemals das eine letztgültige Narrativ haben und ich vermute sogar, das braucht es auch gar nicht, sondern was es braucht, und das haben wir nicht,
Das ist eine wirklich lebendige europäische Öffentlichkeit, in der die Menschen auch grenzüberschreitend, so wie hier in diesen zwei Tagen, miteinander ins Gespräch kommen und aufhören, nur übereinander zu sprechen. Und ich glaube auch, Europa, auch wenn wir noch 10 Jahre danach suchen, Europa wird nie diese eine und nur eine gemeinsame europäische Identität, und vielleicht braucht es auch die nicht, sondern vielleicht braucht es einfach nur den Freiraum für die Vielfalt seiner Identitäten und eine politische Kultur, die unsere Unterschiede, die wir haben, manchmal auch sehen, eine politische Kultur, die diese Unterschiede nicht einebnet, sondern in ganz neuer Weise wertschätzt. Und ich glaube, um das zum Schluss noch zu sagen, weil das auch so eine der vielen Formeln ist, die wir jedenfalls in deutschen Zeitungen immer wieder lesen, ich glaube auch, dass dieses Europa wahrscheinlich nie mit wirklich einer Stimme sprechen wird. Ich glaube, das braucht es auch so in diesem schlichten Sinne nicht, sondern was es braucht, sind Mechanismen, Instrumente oder vielleicht sollte ich eher sagen Verabredungen, um aus der Vielzahl der Stimmen jedenfalls immer wieder gemeinsames Handeln zu machen. Und das war, glaube ich, einer der vielen Gründe, weshalb 1988, vor jetzt schon einigen Jahrzehnten, Frau Heller, in Berlin Autorinnen und Autoren zu einer ersten europäischen Schriftstellerkonferenz zusammengekommen sind. Und diese Konferenz, Sie wissen es jetzt, hieß damals auch ein Traum von Europa. Heute, 26 Jahre später, trotz aller Krisen und Krisenmanagement, ist dieses Europa jedenfalls weiter. Manches von dem, Frau Heller, von dem damals geträumt wurde, ist, und das sollte man über das ganze Krisengerede auch nicht vergessen, manches von dem, was damals geträumt wurde, ist sogar Wirklichkeit geworden. Und trotzdem wird es so sein und bleiben, dass dieser Traum von Europa weiter geträumt wird. Gestern Abend hat jemand diesen wunderschönen Satz zitiert, der Traum von Europa ist eben nicht nur ein Traum der Europäer. Das steht in einem Buch, das merkwürdigerweise, oder wenn ich drüber nachdenke, eigentlich gar nicht merkwürdigerweise, sondern fast selbstverständlich, von einem Nicht-Europäer geschrieben worden ist, nämlich von Jeremy Rifkin, der mit einem Blick von außen dieses Europa sehr viel besser findet, als wir es von innen regelmäßig betrachten. Dieser Traum von Europa wird weiter geträumt werden und werden müssen. Und die Wirklichkeit, befürchte ich, die bleibt eine ewige Baustelle. Europa hat keinen Endzustand und wird wahrscheinlich auch keinen Endzustand haben. Und deshalb hast du, lieber Tillmann, ich erinnere mich daran, als wir das erste Mal zusammensaßen, vielleicht das zweite Mal zusammensaßen und über die Idee dieser Schriftstellerkonferenz gesprochen haben miteinander, damals gesagt, wenn ich nachdenke, hat Tillmann Spengler gesagt, dann ist doch das, was wir vorhaben, eigentlich gar keine Konferenz, sondern es soll doch eigentlich so etwas sein wie ein permanentes Gespräch unter erzählenden Autoren, das möglichst nie enden soll. Genauso, lieber Tillmann, sehe ich das. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und wünsche Ihnen und uns fruchtbare Diskussionen. Herzlich willkommen.